Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Wieder ein Video, was spontan entstanden ist, aus einem Gespräch heraus. Also die Idee für dieses Video ist halt aus einem Gespräch heraus entstanden. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr viele spontane Videos mache, am Start habe. Und das gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Die entstehen nämlich meistens daraus, dass ich irgendwo was sehe. Oder halt mich mit Leuten austausche, und mir geht es ja um Austausch, vor allem hier auf dem Kanal halt, dieses Hobby mit anderen teilen. Und da ist mir aufgefallen, dass das relativ viele Videos werden, und ich versuche auch echt immer mittlerweile auch das alles umzusetzen dann in Videoform, weil das Sinn macht, weil man halt über bestimmte Themen sich auch dann mit anderen, euch anderen Zuschauern, die den Kanal halt verfolgen, so austauschen kann, was einfach eine schöne Sache ist. Früher habe ich das so gehandhabt, dass ich mich natürlich auch als ich YouTube schon machte, mit vielen Leuten ausgetauscht habe, aber dann auch nicht zu allem Video gemacht habe, was eigentlich schade ist, weil man ja echt manchmal interessante Themen hat, die man wirklich auch mit den anderen Leuten teilen kann. Und bei diesem Thema jetzt bräuchte ich auch eure Hilfe sozusagen, oder eure Meinung würde mir halt helfen, wenn ich sehe, was so die Leute da im Allgemeinen von halten. Und zwar geht es in diesem Video, wie ihr am Titel sehen werdet, darum, dass ich mal wissen möchte, wo ihr eigentlich gebrauchte Comics und Mangas sehr günstig, möglichst günstig kauft. Es ist ja so bei mir, dass ich natürlich, das sage ich ja in jedem dritten Video, dass ich natürlich auch einiges an Geld einsparen muss. Und da ist halt aufgrund von Familienleben und so weiter, ist halt nicht mehr so viel Geld für den ganzen Kram da. Man möchte aber das Hobby halt auch ein bisschen weiterführen. Und gerade bei mir ist es ja so, dass ich natürlich auch Comics zu aktuellem Preis neu kaufe, immer mal, aber nicht mehr so viel. Und dass ich bei den Sachen, die ich so nachkaufe, also ältere Sachen, die können auch ein Jahr alt sein, aber oder 20 Jahre, dass ich da natürlich schon gucke, dass ich sie möglichst günstig dann auch bekomme. Möglichst weit unter Coverpreis, möglichst in gutem Zustand. Und zu dem Thema hatte ich jetzt, also ihr habt ja einige von euch haben mein letztes Video wahrscheinlich gesehen, was ich da wieder für Kaufprojekte habe. Zwei Comic-Serien und zwei Manga-Serien, die ich jetzt so ein bisschen im Fokus habe. Und aufgrund dieser Sachen gucke ich natürlich auch schon immer mal nach, wo ich die Sachen vielleicht herbekomme, möglichst günstig. Und ja, in dem Fall habe ich jetzt mich mit dem guten Pfandi unterhalten, hier meinem YouTube-Kollegen Pfandi. Schaut mal bei dem auf dem Kanal vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und bestellt ihm schöne Grüße von mir, wenn er von mir kommt. Mit dem tausche ich mich öfter aus über ganz verschiedene Dinge. Wir sind da im stetigen Austausch, wo ich für auch extrem dankbar bin, dass man jemanden hat, mit dem man auch diese Dinge alle besprechen kann. Und ich hatte jetzt im Zuge meiner Suchen, speziell nach den Serien, die ich im letzten Video genannt habe, mal bei Rebuy geguckt. Und muss dazu sagen, dass ich selber mit Rebuy gar keinerlei Erfahrung habe. Und da hatte ich ihn halt gerne gefragt, wie seine Erfahrungen bei Rebuy sind. Hat er mir auch gesagt. Und er hat halt wechselhafte Erfahrungen dort gemacht. Und dann habe ich mir halt überlegt, und deswegen dieses Video, ja, warum frage ich nicht mal insgesamt, was haltet ihr zum Beispiel von Rebuy? Und warum weite ich das nicht mal aus und sage, wo kauft ihr? Wo habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Bei mir ist es ja so, das wissen ja die meisten aus den Videos her, dass meine Hauptquelle für gebrauchte Comics ist eBay. Bei eBay habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich kaufe ich auch immer mal gebrauchte Sachen
ab und zu auf dem Flohmarkt, ab und zu auch beim Comic-Händler. Das ist sowieso natürlich immer, mache ich immer sehr gerne. Bei Comic-Händlern dann direkt kaufen, aber da auch dann nur, wenn ich dort bin. Und da bin ich halt leider auch nicht so viel, weil das zeitlich und so dann nicht immer klappt. Und da sehe ich ja, da stöber ich dann und sehe natürlich, die haben ja auch viele gebrauchte Sachen, sehe, in welchem Zustand die sind, sehe, was sie dafür haben wollen, kann das dann halt abwägen. Und sonst im Internet gehe ich oft halt über eBay. Habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe auch immer mal über Amazon. Auch dort gibt es ja gebrauchte Sachen, die dann über Dritthändler angeboten werden. Da habe ich jetzt im Zuge meines Nightfall-Vervollständigungsprojekts hatte ich ja da mir zum Beispiel diesen Ashwell-Band geholt von Dino. Das war über einen Dritthändler, war aber über Amazon. Guten Preis bekommen, guter Zustand. War ich sehr zufrieden. Bei Amazon kaufe ich auch schon mal neue Sachen, ne? Und biete ja auch immer hier Links an, weil ich ja auch Amazon-Partner bin. Das wissen ja die meisten auch, dass ich, wo ich dann natürlich eine Provision bekomme. Ich kann auch nur Gutes sagen. Mit Amazon hatte ich halt noch nie Probleme, aber auch dort habe ich schon gehört von Leuten, die mir das auch drunter geschrieben haben, ja, ich würde das nie bei Amazon kaufen, weil da habe ich ja schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das habe ich schon gehört und das kann auch sein. Dann Medimobs habe ich schon ein paar Mal was gekauft, habe auch mal vor ein paar Jahren das Schnäppchen des Jahres gemacht. Da habe ich auch irgend so eine Comic-Haul zu gemacht. Das waren dann alles Produkte von Medimobs, habe ich damals auch gesagt. Und da habe ich echt super Schnäppchen gemacht. Unter anderem den ersten Carlson-Band, weiß ich noch, von Swamp Thing, der absolut günstig war und auch in einem guten Zustand. Und bei Medimobs ist es aber so, dass ich da schon von vielen gehört habe, die da auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wie das mit dem Umtausch da ist, weiß ich halt nicht, wie sie das dann handhaben. Aber viele haben halt gesagt, der Zustand ist dann nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Oder man hat das Falsche bekommen und sowas. Und ja, das wäre auch meine Frage, wie da eure Erfahrungen sind. Und diese wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen gemacht, aber diese Gesamterfahrung habe ich halt bei Rebuy noch nicht gemacht. Es mag möglich sein, dass ich über eBay, die bieten ja auch, wie auch Medimobs, auch über eBay an. Das kann schon sein, dass ich da mal bei Rebuy, da habe ich dann vielleicht nicht drauf geachtet, weil ich nicht immer so stark darauf achte, bei wem ich kaufe, sondern ich gucke mir die Bilder an, ich weiß, was die haben wollen und dann kaufe ich. Da gucke ich auch nicht immer so. Manchmal gucke ich, wer der Händler ist, wenn das dann auch so Händler sind, auch Comic-Händler, kaufe ich halt auch über eBay oft, die ich dann kenne, denen ich dann folge, weil ich da schon oft gekauft habe, gute Erfahrungen gemacht habe. Also es kann sein, dass ich bei Rebuy auch schon mal was gekauft habe über eBay und gute Erfahrungen gemacht habe, weil, wie gesagt, bei eBay habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Es gab mal, das hatte aber nichts mit Comics zu tun, es gab auch mal Reklamationen. Aber in 20 Jahren zwei, dreimal, also ich mache halt eBay seit 2004, ja, jetzt 20 Jahre. Ich bin auch echt alt, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, eBay-Account habe ich mir 2004 gemacht und seitdem halt auch immer mal was gekauft. Und ja, in der Zeit gab es vielleicht mal so zwei, dreimal Probleme. Die wurden aber auch immer gelöst. Entweder wurden Sachen zurückgenommen oder ich habe mal was nicht bekommen, dann wurde das Geld zurückerstattet. Also da kann ich auch so gesehen nichts Negatives sagen, weil das gehört ja dazu. Wenn es dann Probleme gibt und die gelöst werden, ist es für mich zwar manchmal ärgerlich, dass man das dann nicht bekommt, aber es ist ja trotzdem insgesamt ein positives Erlebnis, dass es trotzdem geregelt ist, ne? Und bei Rebuy zum Beispiel habe ich halt gar keine so bewusste Erfahrung, dass ich direkt auf denen ihrer Seite gekauft habe. Habe jetzt aber geguckt, dass die halt einige Sachen von dem, was ich so will, immer mal in auch ganz gute Angebote haben, wie auch bei Medimobs, wo ich da jetzt aber noch nicht geguckt habe. Aber das ist halt auch so ein Händler, der auch viele gebrauchte oder nur gebrauchte Sachen, glaube ich, verkauft. Und da waren jetzt so ein paar Sachen, das sind echt gute Preise, wo ich halt dann wahrscheinlich jetzt zuschlagen werde, wobei ich diesen Monat eigentlich so nichts kaufen wollte, aber eventuell komme ich daran nicht vorbei.
Ist aber meine Frage jetzt an euch halt, speziell auch Rebuy, wie sind da eure Erfahrungen auch mit Umtausch und so weiter? Ich habe mir halt jetzt einen Account da mal gemacht, zögere aber noch. Oder sagt ihr, ey, bei dem und dem Händler online, da gibt es immer super Schnäppchen und die Abwicklung ist super. Einige nennen manchmal die Sammlerecke, da habe ich, meine ich, auch schon mal was gekauft. Die haben auch immer mal was. Aber vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen und sagt, ey, bei dem und dem und dem oder der und der Seite, da habe ich meine Erfahrung gemacht. Einfach, mir geht es einfach darum, in diesem Video ein bisschen das auszutauschen miteinander, wie da eure Erfahrungen sind. Natürlich muss ich es am Ende selbst entscheiden und werde Sachen auch ausprobieren. Wenn jetzt jeder schreibt, ja, nee, Rebuy zum Beispiel, das war richtig scheiße, dann schwierig. Wenn aber ein paar schreiben, das war scheiße, ein paar schreiben, das war gut, muss ich es natürlich selber trotzdem ausprobieren. Aber trotzdem habe ich dann mal so einen kleinen Überblick und einen Austausch mit euch gehabt. Und das wäre mir dann in dem Fall sehr wichtig. Also gerne alles in die Kommentare ballern, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Nicht nur auf Rebuy bezogen, sondern auch eBay, Amazon, irgendwelche Comic-Händler. Vor allem, es geht halt um Online-Käufe. Natürlich geht es nicht darum, fahr da mal hin und guck da mal. Das mache ich schon. Das könnt ihr trotzdem auch reinschreiben. Wenn das dann in meiner Nähe ist, kann ich sowas auch mal machen. Aber natürlich die Sachen, wo ich hinfahre, da sehe ich ja, wie Zustände sind. Und wie die Preise sind halt, ne? Trotzdem wäre das als Tipp vielleicht mal ganz gut, weil ich dann manchmal natürlich vorher nicht weiß, wie die Preise sind. Wenn ihr sagt, ey, der Comic-Händler in deiner Nähe, der ist vielleicht oder da und dort. Ich bin ja auch viel unterwegs in Deutschland. Deswegen kommt es immer mal dazu, dass ich irgendwo mal in einem Comicladen bin. Ja, gerne auch diese Tipps raushauen, dass wenn ich dann mal da bin, werde ich dann natürlich da auch mal nachschauen, wenn ich die Zeit habe. Aber vor allem geht es halt um Online-Käufe und vor allem geht es halt um Comics und Manga, die halt in gebrauchtem Zustand sehr, sehr günstig sind, damit ich da so ein paar Sachen halt immer mal nachkaufen kann und das den Geldbeutel nicht überstrapaziert. Ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr das Video sehen werdet und wann das nächste Video kommt, weiß ich ja nie vorher, aber vielleicht schon morgen oder in einer Woche, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie das zeitlich und so bei mir funktioniert. Auf jeden Fall wird irgendwann ein neues Video kommen und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet und dann, ja. Das war's von mir. Gerne liken, gerne auf jeden Fall kommentieren und dann sage ich mal bis die Tage. Ciao.